Ja, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer zweiten Sitzung, die eigentlich die erste Sitzung ist. Eigentlich ist es auch die dritte, meine Einführung, dann die Auftaktveranstaltung, aber heute geht es dann inhaltlich los und ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wir beginnen mit den Adressatinnen der Frühpädagogik und interdisziplinär heißt in dieser Veranstaltung heute in psychologischer Perspektive. Dazu haben wir Herrn Hartmut Kasten gewinnen können, ein sehr bekannter Kollege, der viel veröffentlicht hat, aber das wird er Ihnen gleich auch noch erzählen, weil wir sind miteinander so verblieben. Ich habe schon bestellt, Zettel vertan. Der Werbeblock kommt noch. Wir sind so verblieben, dass der Kollege Kasten sich selbst vorstellt. Ich möchte Ihnen einen ganz kurzen Hinweis noch zu den Formaten auch der nächsten Woche sagen. Es wird immer so sein, dass es ein Vortrag sein wird von 40 bis 45 Minuten anschließende Diskussion. Nach der Sitzung, also am 6. Dezember, also Nikolaus lässt grüßen, wird es dann so sein, dass ich Sie bitten werde, eine Viertelstunde länger zu bleiben, um mit Ihnen noch einige Formalia hinsichtlich des Gesamtseminars abzuklären. Dafür werde ich aber auch in der nächsten Woche schon Wiki einstellen und Sie auch nochmal über StudIP anschreiben. Jetzt freue ich mich ganz besonders aus dem tiefsten Süden Deutschlands. Ein bisschen tiefer geht es noch, aus München. Herr Kasten, Sie stellen sich vor. Danke, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, komponiert hier vor Ihnen stehen zu können. Und bin auch entzückt darüber, dass es Quotenmänner gibt. Die begrüße ich gerne, ohne der holden Weiblichkeit zu nahe treten zu wollen. Die Quotenmänner sind für mich immer ein ganz besonderer Genuss. Da zeigt sich ja halt doch, dass ich vielleicht ein bisschen in den typisch weiblichen Studienfächern auch die Männer hineinwagen. Okay, ich bin ja eins der Urgesteine, kann man sagen, der Entwicklungspsychologie, auch der Frühpädagogik. In einem Institut für Frühpädagogik habe ich lange Jahre gearbeitet, zwischendurch auch mal etliche Zeit, ein ganzes Jahrzehnt. In der Familienforschung, also sage ich immer, wenn ich gefragt werde, was machen Sie denn so? Familienforscher, Schulpädagoge und komme aus der Entwicklungspsychologie, habe auch noch ein Pädagogikstudium noch absolviert. Also relativ breit aufgestellt bin ich und wissbegierig und lernbegierig bis heute. Denn unser Thema, 0 bis 3 Jahre, die entwicklungspsychologischen Grundlagen, in dem Bereich ist unglaublich viel in den letzten 10, 15 Jahren Neues, überraschend Neues entdeckt worden. Das ist auch so ein bisschen unser Bild vom Kleinen, vom Neugeborenen, vom Baby, vom Kleinkind verändert hat. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Verfahren entwickelt worden sind, die weichen, bildgebenden Verfahren, mit denen man jetzt wirklich manche Vorgänge, die sich im Gehirn abspielen, viel differenzierter erfassen kann, als man sich vor 25 Jahren träumen lassen. Und es hängt auch damit zusammen, dass es viel mehr über den Tellerrand hinausschauen gibt und gilt. Viel mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit an vielen Orten stattfindet. Zum Teil bin ich mal sehr schnell, nassforsch, mir fast zu schnell. Kaum war die Hirnforschung mit ihren spannenden neuen Ergebnissen in Deutschland Anfang der 2000er Jahre einigermaßen wissenschaftlich rezipiert. Schon gab es eine Neuropädagogik. Mittlerweile hat sie sich ja auch schon gesettelt. Neuropädagogik, wie es der Name sagt, versucht aus den Erkenntnissen der Neurophysiologie, der Hirnforschung, unmittelbar für die pädagogische Praxis Hinweise zu ziehen. Darüber rede ich gleich noch. Ich habe jetzt viel zu viel Folien vorbereitet. Das mache ich eigentlich immer so, um dann auch so ein bisschen aus diesem Riesengarten der Entwicklungspsychologie der frühen Kindheit meinen Gusto speisen zu können. Manchmal führt das leider dazu, möchte ich Sie schon darauf vorbereiten, dass ich einige Sachen, die dann wichtig sind, nur noch im Schweinsgalopp, verhackstücken werde. Das mache ich ungern, aber ich kenne das eigentlich schon aus. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich seit anderthalb Jahren im Ruhestand bin und von daher es nicht mehr so nötig habe, mich
abstrakten und verplanten Quadraten zu lassen, wie der liebe Herr Hoffmann. Aber der hat sich ja noch mal extra runter in ein Eiwasser geschenkt. Okay, ganz kurz zum roten Faden meiner Ausführungen. Ein bisschen Struktur muss sein. Ich mache so einen kleinen Parcours durch das, was ich gerne einmal eins der Entwicklungspsychologie nenne. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich ich weiß nicht, Entwicklungsaufgaben und so, das habe ich doch schon im Gymnasium. Andere werden vielleicht die Ohren spitzen, weil sie das eine oder andere von mir vorgestellte Konstrukt, den einen oder anderen Begriff, Konzept doch noch nicht so kennen. Ich kann Ihnen das nicht ersparen. Das ist möglicherweise auch ein bisschen dumm und nicht so voll von prallen, interessanten Ergebnissen, aber um so ein bisschen hantieren zu können mit dem, was die Entwicklungspsychologie auf den Weg gebracht hat, brauchen wir halt dieses kleine Einmaleins. Dann erlaube ich mir als Entwicklungspsychologe auch so ein bisschen anzufangen, ganz, ganz früh, kurzen Blick auf die intrauterine Pränatalentwicklung zu werfen und dann chronologisch erstes, zweites, drittens, Lebensjahr ja auch noch Revue passieren zu lassen. Einen Exkurs über die Hirnforschung kann ich nicht ersparen, ist auch zum Teil spannend und aufregend, was da, wenn man es so runterdestilliert auf die wichtigsten Fakten, zutage gefördert ist. Und es lässt sich auch teilweise wirklich unmittelbar mit Erziehungsgedanken verquicken, verbinden und zumindest nachdenklich machen, ob man nicht vielleicht auch in der Praxis mit den Kleinen etwas ändern könnte. Ich gestatte mir, ausgewählte Funktionsbereiche einfach zu bevorzugen, weil ich sie aus meiner subjektiven Bewertung her als wichtiger einschätze und werde immer wieder, das war auch Ihr ausdrücklicher Wunsch, versuchen, so ein bisschen die frühpädagogische Relevanz der wichtigsten entwicklungspsychologischen Befunde zumindest anzureißen. Okay, in medias res, das kleine Einmaleins. Für den Altersabschnitt frühe Kindheit bedeutsame entwicklungspsychologische und schulpädagogische Konzepte und Begriffe. Entwicklungsaufgabe. Seit 60 Jahren, würde ich sagen, Heavycurst, Erickson, das waren die allerersten, die den Begriff mal benutzt haben. Entwicklungsaufgaben haben zumindest zwei, wenn nicht sogar drei Wurzeln. Einmal ist die Gesellschaft da, wenn man interkulturell forscht oder in Stammesgesellschaften schaut, dann sind es da ganz andere, qualitativ andere, zeitlich anders konstruierte Entwicklungsaufgaben. Also einen gesellschaftlichen Wurzelbereich, dann einen, der genuin sowas wie Erziehung, Erziehungsstil, jeweils in der jeweiligen Familie, bevorzugte Behandlungsweise der Kids mit sich bringt, in sich birgt und drittens, das darf man nicht aus den Augen verlieren, das Kind selbst, das von Anfang an Mitgestalter seiner eigenen Entwicklung ist. Und das kann man sich gar nicht lang genug auf der Zunge zergehen lassen. Schon die Neugeborenen sind äußerst kompetent. Ich zähle Ihnen nachher mal auf, was die alles so an Modulen schon angeborenermaßen zum Teil genetisch determiniert, zum Teil intrauterin erworben, bei der Geburt vorliegen haben, was auf abgerufen werden drängt. Zum Beispiel Bindungsbereitschaft. Bindungsbereitschaft, das lässt sich mittlerweile in immer größerer Deutlichkeit belegen, ist angeboren und die Kinder müssen abgeholt werden im Hinblick auf ihre Bindungsbereitschaft. Okay. Wechselwirkungen zwischen Anlage und Umwelt. Können Sie eigentlich sagen, weiß ich, dass da immer eine Wechselwirkung, dass man nicht nur auf Anlage oder Milieu, Erziehung setzen kann. Man muss immer auch in Rechnung stellen. Dazu sage ich Ihnen gleich noch etwas, zeige ich Ihnen noch eine Folie, die deutlich macht, dass die komplexen Wechselwirkungen zwischen Anlage und Umwelt noch
lange nicht hinreichend erforscht. Man hat jetzt ganz neue Geschichten, über die ich gleich berichten werde, möchte die Spannung aufrechterhalten, entdeckt und gleich kommen wir dazu. Schlichte Begriffe wie Reifen, Prägen und Lernen. Das ist einmal eins. Das kann man auch runterkondensieren auf jeweils einen Satz. Wenn Sie Reifung hören, dann müssen Sie immer sich vergegenwärtigen, es geht um schwerpunktmäßig endogen, von innen her genetisch determinierte Wachstumsprozesse, Reifungsprozesse. Wenn Sie von Prägung sprechen, dann geht es immer um etwas, was so relativ dauerhafte Verfestigung von Strukturen meint. Also wenn beispielsweise in der Hirnforschung immer mehr Belege dafür zutage gefördert werden, dass die ersten 6 bis 8 Monate ganz entscheidend sind, weil in dieser Zeit die funktionelle Architektur der Großhirnrinde, sozusagen die Hardware, unseres Gehirns grundgelegt wird. Und wenn da sogar der Begriff Prägung in den Mund genommen wird und behauptet wird, das, was dort aufgebaut wird, demonstrierbar an dieser ungeheuren synaptischen Verdichtung, die sich abspielt, einer Verzwanzigfachung der Synapsendichte, der neuronalen Netzwerke, der Verbindungen zwischen Nervenzellen, spielt sich in wahnsinnig kurzer Zeit ab und führt dazu, dass sowas wie eine Konfiguration oder Konstellation, Herr Singer, ein sehr bedeutender Wolf Singer, Kollege aus der Hirnforschung, sehr renommierter, spricht halt von funktioneller Architektur, dass das grundgelegt wird. Lernen ist sich verändern durch Erfahrung und zwar relativ dauerhaft verändern. Wissenserwerb, Informationen aufnehmen und abspeichern, verarbeiten und entsprechend in Transfersituationen anwenden können. Damit ist eigentlich schon Großen und Ganzen der Begriff Lernen halbwegs präzisiert. Sensible Entwicklungsphasen haben auch schon vor vielen Jahrzehnten in der empirischen Entwicklungspsychologie eine Rolle gespielt. Sind also schon lange, bevor die Hirnforschung nochmal und diesmal mit größerer Präzision belegen konnte, dass es sensible Entwicklungsphasen in der Entwicklung gibt, im Gespräch gewesen. Heute weiß man, dass es tatsächlich, und das macht den Begriff sensible Entwicklungsphase echt ein Stückchen präziser, Zeitfenster gibt, die sich nur eine bestimmte Zeit lang öffnen. Und dass während dieses Zeitfensters für eine bestimmte Kompetenz oder Performance optimale Förderung bereitgestellt wird. Wer da intuitiv vom Gespür her die richtige sensible Entwicklungsphase schnuppert, feinfühlige Eltern, unverzichtbar, der macht genau das Richtige. Das Kind nämlich da abholen, wo sich das Zeitfenster öffnet und während des Zeitfensters mit der angemessenen, kindgemäßen Förderung versieht. Wenn das Zeitfenster geschlossen ist, dann kann es kritisch werden. Man kann unter Umständen mit größter Anstrengung überhaupt die verpasste Kompetenz doch noch halbwegs, manchmal dann nur in rudimentärer Form, bei der Sprache zum Beispiel, kann man das sehr deutlich nachweisen, erworben werden. Bonding. Über Bonding habe ich eine schöne Folie vorbereitet, erzähle ich Ihnen gleich. Einige kennen den Begriff sicher, ist auch eng verquickt mit Bindung und Bindungsqualität. Dazu werde ich mich ganz kurz fassen, die Folie kommt auch gleich. Und dann möchte ich, das kann ich aber jetzt gleich erledigen, das ist in wenigen Sätzen gesagt, auch immer mal wieder über potenziell sich andeutende Entwicklungsstörungen sprechen, aber immer mit dem warnenden pädagogischen Zeigefinger. Es gibt
ganz natürlich in der Entwicklung akzelerierte, beschleunigte Entwicklungsphasen, teilweise genetisch determiniert, teilweise aber auch durch anregende Milieuumstände determiniert. Und es gibt auch Retardierung, also verlangsamte, aber durchaus im Bereich der Normalentwicklung zu lokalisierende Prozesse in der Entwicklung. Man sollte hüten. Wenn das da oben rein tun. Also, wenn ich zu sehr transpiriere, müssen wir es in die Hemdtasche tun. Akzeleration, Retardation. Bevor Sie das Etikett Störung einsetzen, bitte allen kompetenten Sachverstand, den Sie rekrutieren können, eben auch wirklich konsultieren. Dazu haben wir Gott sei Dank schon seit 20, 30 Jahren die segensreichen Frühförderstellen, die da sehr viel sehr viel an Sachverstand zur Verfügung stellen und wo dann wirklich auch auf die schnelle, relativ exakt mit einem ausführlichen diagnostischen Apparat gesagt werden kann, ja, man kann davon Störung sprechen. Störung ist wirklich etwas, was, wenn man es einmal etikettiert, dem Kind möglicherweise lange, lange Zeit anheftet und ein ganzes Programm an Förderungen mit sich bringt, gerade so bei ADS, ADHS-Kindern, wo man dann mit dem Kopf wickelt, wo hätte ich mal nicht zu voreilig da hindiagnostiziert. Kinder sind wirklich so verschieden im Hinblick auf ihr Entwicklungstempo. Auch innerhalb eines Kindes gibt es Bereiche, die manchmal wahnsinnig schnell sich entwickeln und andere, wo ja ein bisschen Nachzügler sind. Das wächst sich aus, wie es so schön heißt, in großer Regelmäßigkeit. Mit Störung argumentieren zu können, braucht man harte, diagnostisch gesicherte Befunde. Geschlechtsdifferenzen, Geschlechtsdifferenzierung, ein spannendes Thema. Da komme ich leider, das wäre eine eigene Vorlesung wert. Ich habe auch mal ein Buch, weiblich-männlich, Geschlechterrollen durchschauen gemacht. Da habe ich so die Entwicklung der Geschlechter über die Lebensspanne hinweg mit den quasi genetisch fundierten Anlageunterschieden der frühkindlichen, schon differenzierenden Sozialisation, wenn man sich vor Augen führt, die Buben, die heute männliche Säuglinge auf die Welt kommen, sind physiologisch zurück, wenn man sie mit Mädchen vergleicht. Ihre Entwicklung, mit dem, da fängt es halt an, die Chromosomen, mit dem XY-Geschlechtschromosom, ist ein Stückchen komplizierter. Die Entwicklung zum Mann, zum ausgereiften Mann, dauert auch in der Regel 1,5 bis 2 Jahre länger. Denn die brauchen länger, um zur Platte zu kommen. Wenn sie auf die Welt kommen, sind sie, kann man auch dokumentieren, an der männlichen Säuglingssterblichkeit empfindlicher. Man behandelt sie aber, als hätten sie schon Macho in ihrem Blut und könnten wirklich robust. Das Gegenteil müsste gemacht werden. Die müssten mehr hochgenommen werden, mehr getröstet werden, passiert nicht. Hellblau und dann ist schon die Stigmatisierung. Rosa passiert. Leider, leider. Und deswegen haben wir auch viel zu wenig Männer an Bord heute. So, kritische Lebensereignisse und Coping erklärt sich fast aus dem Begriff heraus. Kritische Lebensereignisse, vielleicht nur zur kleinen Erläuterung, sind, wenn man sie unterteilt, in normative und nicht normative kritische Lebensereignisse ganz gut auseinander zu klamüsern. Die normativen, die also on the way und regelmäßig in jedem kindlichen heranwachsenden Lebenslauf passieren, sind halt beispielsweise die Übergänge. Ne? In die Krippe hinüberwechseln, in den Kindergarten, in die Schule, Transitionen. Jahrzehnten eigentlich seriös von Wissenschaftlern genannt. Aber gemeint sind halt Lebensereignisse, die
zu einer vorübergehenden Destabilisierung in der Entwicklung führen. Und um diese vorübergehende, in der Regel vorübergehende Destabilisierung wieder ins Lot zu bringen, bedarf es eines Coping, eines Rekrutierens von Bewältigungsressourcen. Wenn das passiert, dann man kann dieses Coping, man sind aber noch müde. kann man es nach innen, indem man sich innerlich so konfiguriert, dass man diesen Schicksalsschlag, Resilienz ist auch ein Begriff, der jetzt in aller Munde ist, Widerstandsfähigkeit von innen sich quasi abhärtet. Man kann es aber nach außen auch, indem man versucht, ein bisschen an der vertrackten, einen zu schaffen machenden Umwelt modifiziert. Um es noch konkreter zu machen, beim erstmaligen Besuch einer Krippe sollte alles getan werden. Ich plädiere sowieso dafür, eindeutig meine frühpädagogische Position. Wenn irgendwie geht, Kinder das ganze erste Lebensjahr in der Symbiose mit der Bezugsperson, mit der Mama, mit den Eltern zu überlassen. Und plädiere auch nachdrücklich dafür, dass sich die Väter, wenn es irgendwie geht, so eine kostbare, wichtige, schöne Zeit kümmern, 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 soweit es in der Regel bei der klassischen Rollenteilung ihre berufliche Situation zulässt. Wenn das gewährleistet ist, eine behutsame Übergangssituation schaffen für das kleine Wurzelchen in die Krippe, dann ist von außen ein Coping passiert, von außen die entsprechende Bewältigungsressource aktiviert worden und die Kinder, wenn man sich 4 Wochen oder 6 Wochen Zeit nimmt, immer noch stundenweise da bleibt, kommt natürlich auch wieder auf die Flexibilität der Arbeitgeber an, dann ist es zum seelischen Gedeihen und zum Wohle der Kinder. Okay, können wir weitermachen, habe ich eben in meiner Erklärung Schmidt erläutert. Hirnforschung, Neuropädagogik, da gibt es noch 2, 3 extra Sporen. Ganz kurz zur Orientierungsreaktion, weil sie auch deutlich macht, dass wir eigentlich ja, Sklave unseres Gehirns sind. Manchmal ärgert mich das direkt, wenn mir mein Gehirn mal wieder einen Streich spielt. Wir sind nämlich, und die Kleinen auch von Anfang an, so konfiguriert, dass wir uns automatisch neuem zuwenden. Orienting-Reflex. Wenn das Kind, schon das kleine, wenige Wochen, wenige Monate alte Kind, überall in einem Bettchen liegt und dann wird das Mobile vielleicht über das Kind geschoben, fängt es an zu explorieren. Automatisch. Es sei denn, es ist schläfrig, nimmt das gar nicht mehr richtig wahr. Man muss schon differenzieren, dass Kinder nicht ständig am Screenen sind. Aber wenn sie, gerade die Kleinen, aufnahmefähig sind, und das sind immer ausgedehnter werdende Zeitinseln im Laufe eines Tages, dann checken sie, dann orientieren sie sich, wenden sie sich hin zu einem Neuen. Ein Chronobiologe, Chronopsychologe, der Ernst Pöppel aus München, hat das mal trefflich beschrieben als, wie hat er das genannt? Ja, das Zeitfenster öffnet sich und fragt, was gibt es Neues auf der Welt? Und das dauert nicht lange, 3 Sekunden nur. Und dann schließt es sich wieder, und dann öffnet es sich wieder. Beim Kleinkind schon, bei Erwachsenen sowieso und auch bei alten Menschen. Das heißt, wir können nicht anders, als wenn es dem Neuartiges zu entdecken gilt, aufgrund dieses neurophysiologischen, chronobiologischen Mechanismus zu gucken, zu screenen, was passiert. Habituation heißt sich gewöhnen an das Neuartige. Da ist vielleicht noch wichtig, kurz zu erwähnen, dass es ganz unterschiedliche Arten von Habituierung gibt. Sehr schön veranschaulichen, aus meiner Sicht lässt sich das am Beispiel von ethnischen Unterschieden. Typischerweise tun sich die Kinder, die auf der nördlichen Hemisphäre geboren werden, Europa,
USA, Kanada, aus den Informations- und Leistungsgesellschaften deutlich schwerer von Geburt an mit der Regulation physiologischer Spannung. Mit dem, was sich unweigerlich in jedem Kind über den Tageslauf betrachtet aufbaut, wenn es ihnen nicht gut geht. Wenn sie Blähungen haben, wenn sie Hunger haben, wenn sie körperliche Unwill haben, baut sich Spannung auf. Und im Unterschied zu den Kindern aus Japan, aus China, aus einigen anderen, auch indianische Stämme konnte man im Hinblick auf diese ethnische Besonderheit identifizieren, schaffen es diese Babys und Säuglinge und Kleinkinder besser, intern mit ihren physiologischen Spannungen, mit diesem Over-Arousal fertig zu werden. Sie haben da diverse Techniken. Man kann das vertiefen, aber es macht halt deutlich, dass Habituation, sich gewöhnen an Spannung, auch eine Sache der individuellen Spannungsregulation ist. Und dass es da so tief wurzelnde Unterschiede gibt, weiß man auch noch nicht seit allzu langer Zeit. Über den Zusammenhang zwischen Bindung und Bildung wird in der nächsten Woche Fabienne Becker-Stoll sicher Interessantes berichten zu haben. Ich finde es toll, dass Bindung emotional gesehen das Urvertrauen, das Vertrauen in die eigene Stärke, die Zuversicht, das Leben erfolgreich meistern zu können, eine gute Bindung, automatisch konstituiert, aber auch eine Wissbegier und Explorativität und Neugier auf den Weg bringt. Und diese Motoren, Interesse, Wissbegier, Neugier, sind ja die Motoren, die letztlich dann auch am Anfang von Bildungsprozessen stehen. Das genügt. Sonst amputiere ich jetzt zwar ein Stückchen, aber davon werden Sie in der nächsten Woche viel noch zu hören bekommen. Aus frühpädagogischer Sicht kann ich gar nicht oft genug betonen, deswegen, das ist zwar kein genuin entwicklungspsychologisches Konzept mehr, zu betonen, dass zwei Dinge, Zeit und Zuwendung, in der kindlichen, gerade kleinkindlichen Erziehung vonnöten sind, unbedingt erforderlich sind. Wenn nicht genügend Zeitressourcen zur Verfügung stehen, kann einiges den Bach runtergehen, kann einiges schlecht und verderblich laufen. Mit der Zuwendung ist es noch extremer. Wenn Kinder ständig in den ersten Lebensmonaten, im ersten Lebensjahr ertragen müssen, Wechsel von Bezugspersonen, gibt sie ihre Seele, macht sie krank, möglicherweise so krank, dass sie ihr Leben lang immer wieder Therapie brauchen, um das einigermaßen auszugleichen. Kontinuität durch einige oder einige wenige Bezugspersonen, die sich ihnen liebevoll zuwenden, die feinfühlig sind für ihre Bedürfnisse und die möglichst zeitnah dann auch befriedigen. Und das, allein dieser eben beschriebene Prozess, braucht Zeit. Es ist keine Ex und Hop und keine Instant-Sache, sondern es entwickelt sich als Prozess. Und gehorcht auch nicht dem Alles-oder-Nichts-Gesetz. Eine Bindung, die am Anfang schwer tut, zu einer sicheren, guten Bindung zu werden, kann durchaus noch im zweiten, dritten Lebensjahr neu modifiziert werden. Beispielsweise eine Mutter, die aufgrund von besonderen Erfordernissen ihr Kleinkind schon vor dem vollendeten ersten Lebensjahr in eine Krippeneinrichtung bringen musste und dann merkt, dass irgendwo mit dem Kind was nicht koscher, nicht irgendwo nicht okay ist. Und sich dann dem Kind zuliebe ein ganzes Jahr ausklingt, das zweite Lebensjahr dann voll dem Kind widmet und dem Zeit und Zuwendung schenkt, kann es mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen, die Mutter, dass das Kind sich zunehmend sicherer gebunden fühlt. Okay, dass Säuglinge Traglinge sind, das erwähne ich immer gern, weil das auch ganz hart zu belegen ist. Wenn man die Kleinen, Neugeborenen, hochhebt, unter den Ellenbogen oder unter den Achseln, dann, was machen die dann? Wer weiß es? Die zeigen den Spreiz-Anhock-Reflex. Das heißt, sie beugen
so als würden sie ein Pferd besteigen wollen und weiten gleichzeitig ein bisschen ihre Oberschenkelchen. Und dass sie richtig tschack auf die Hüfte der größeren Schwester, so wird es ja in vielen Entwicklungsländern, Schwellenländern, Stammesgesellschaften sowieso praktizieren, dass die Kleinen auf der Hüfte der großen Schwester, so dass meist die Schwester halt groß werden, genetisch verankern. Und wenn das, heute weiß man es, man gibt ja auch so viele Tücher mittlerweile, so nach vorne, nach hinten, wie auch immer, aber sie sind am Körper der Bezugsperson und sie werden ganzheitlich über alle Sinne angeregt, dass das Gehirn damit kriegt, volles Screening über alle Sinne, das muss man sich mal vor Augen führen, ist schon toll. Also möglichst nicht ablegen, möglichst nicht so oft da, wie es leider Gottes in vielen Familien heute der Fall ist, weil die Zeit halt nicht reicht, sondern ganz oft herumtragen und dann auch merken, wenn sie wach sind, wenn sie interessiert sind, neugierig, so reinkommen ins Tagetuch, dass das Köpfchen nach vorne ist, dass die Welt wahrgenommen wird. Und schon die 7, 8 Monate alten, die können mich dann schon zielgerichtet greifen. Ich erinnere mich sehr gut an meine kleine Tochter, da war sie noch keine 12 Monate alt, wie sie immer wieder an ihre Lampe, da waren so schöne Perlenschnüre und es war alles so bunt und prächtig und das waren große und kleine, immer wieder wollte sie, wenn sie wach war und wissbegierig, hochgehoben werden, bis mir die Arme schwer und schwerer wurden und wollte da in Ruhe explorieren. Und heute sagt sie, dass sie sich räumlich so gut orientieren kann, hängt damit zusammen, dass sie vom Papa immer so viel herumgetragen wurde. Das ist nicht wissenschaftlich belegt. physiologische Stabilität und Rhythmen aufbauen ist eine Entwicklungsaufgabe, eine ganz entscheidende. Dazu gehört eben besagte Spannungsregulation, mit hoher Schmerz, ungefertigt zu werden. Und da lernen die Kinder zunehmend auch unsere westlichen Kinder der nördlichen Hemisphäre, entwickeln die eine oder andere Technik. Zum Beispiel kommen sie dahinter, dass sie sich wunderbar ein Stückchen auch selbst beruhigen können, indem sie mit den Füßchen unten am Ende des Bettchens so fest gehen können. So vom 4., 5. Lebensmoment an kann man es beobachten und man kann dann auch tatsächlich messen, dass das zur Spannungsreduktion führt, wenn sie sich erden, so quasi instinktiv erden. Okay, Bonding, Bindung ausgestalten, das hatte ich schon mit thematisiert. Abstehen, entwöhnen, brauche ich gar nicht zu sagen. Meiner Meinung nach wird heutzutage viel zu früh abgestillt und viel zu früh entwöhnt. Aber das sind subjektive Einschätzungen eines Elder Statesman. Selbstständig essen lernen, Körperausscheidung kontrollieren, sowieso. Da eine kleine Anekdote. Ich bin Jahrgang 45 und damals gab es keine Pampers und so. Und meine Mutter, Erstgebärende, ich war der Erstgeborene, war relativ verunsichert, wie das so läuft mit der Kleinkinderziehung, hat sich sehr viel von ihrer Mutter, von der Schwiegermutter eintrichtern lassen. Und die haben gesagt, du sparst dir viel Arbeit, wenn du den Kleinen früh abhältst. Das heißt, auf den Topf setzen, ne? Und dann haben die schon zu einer Zeit, wo sich heute die Entwicklungspsychologen, Frühpädagogen wirklich die Haare raufen würden, angefangen mit dem Absetzen. 5 Jahre später wurde mein jüngerer Bruder geboren. Das war der Kleine. Der hat mit 2 Jahren, mit 2,5 Jahren noch in seine Winde kacken dürfen. Und das Waschhaus gab es ja unten. Da wurde dann eine Kuh und so. Ja, sind völlig verschiedene Charaktere geworden. Ich wundere mich manchmal über meine eigene Zahnhaftigkeit, hängt möglicherweise zusammen mit dieser frühkindlichen, prägeähnlichen Situation. Ich war dann tatsächlich 1,5 oder so, war ich sauber. Konnte ich meine Körperausscheidung kontrollieren. Heute kann ich dann mit den Wetten das auftreten. Laufen lernen, sprechen lernen,
Begriffe und Vorstellungen erwerben. Da gehe ich noch ein bisschen ausführlicher ein, habe ich auch noch ein paar schöne Folien. Und schließlich der manchmal langwierige, manchmal harmonisch und einvernehmlich laufende Prozess des sich gegenseitig voneinander Ablösens. In der Regel sollte, da gibt es so Vorgaben und Entwicklungsaufgabe, auch von Seiten der Gesellschaft, so gegen Ende des dritten Lebensjahres diese symbiotische Nähe Stück für Stück einvernehmlich gelöst werden. Manchmal muss es aufgrund von Erfordernissen, die von der Familie halt gestellt werden, deutlich früher passieren. Dann aber bitte mit sehr viel Behutsamkeit und Augenmaß. Gut. Anlage und Umwelt können nicht auseinander dividiert werden, denn es bestehen immer enge Umweltwechselwirkungen, die im Detail noch lange nicht hinreichen. Ich habe jetzt noch mindestens 20 Minuten. Mindestens nicht, aber 20 Minuten. Gut. Danke für das Ende der Zeitkurse. Aber es passt schon. Die, das hatte ich eingangs schon gesagt, noch lange nicht hinreichend erforscht sind. Einmal weiß man immer noch viel zu wenig über das Kind als Mitgestalter seiner eigenen Entwicklung. Es ist auch ganz schwierig, diesen Faktor abzuschätzen. Man weiß halt, was die Kinder mitbringen bei der Geburt, was die schon alles in Kompetenzen haben, aber ob das abgerufen wird und wie es abgerufen wird und wie man darauf reagiert und wie dann das sich auf die Weiterentwicklung auswirkt, ist halt auch empirisch unglaublich schwer zu erfassen. Und dann Epigenetik, für mich ein faszinierendes Forschungsgebiet. Wenn ich nochmal an die Uni gehen würde, vielleicht mache ich das, studiere ich Epigenetik. Epigenese, seit 10, 15 Jahren ist man näher dran, ist so quasi ein Spezialgebiet, Randgebiet der Genetik und befasst sich mit Veränderungen, die sich im Zellkern abspielen, aber nicht in der Doppelhelix, nicht in den Anlagen, in den Chromosomen, sondern in der Substanz, die den Zellkern umgibt, Mitochondrien, haben Sie vielleicht mal im Biologieunterricht gehört, spielen eine gewichtige Rolle. Und wir wissen, dass aufgrund von Erfahrungen, gerade wenn es dramatische, emotionale, dann kann man das belegen, aber auch physiologische Extremerfahrungen sind, Deprivation von Nahrung, oder ein Übermaß an Ernährung, was dann schließlich zu diversen Essstörungen führt, dass sich derartige extreme Stimuli-Erfahrungen auswirken auf die Wirksamkeit von Genen. Man spricht davon, dass Geninformation abgeschnürt wird oder zeigt das zu bildlich, ne, wenn man hier die Doppelhelix sich vorstellt, so quasi unterdrückt, abgeschnürt wird durch Erfahrungswerte und an anderen Stellen geweitet wird und freigegeben wird. Um es auf den Punkt zu bringen, es mehren sich die Anhaltspunkte dafür, dass Erfahrungen vererbt werden. Wenn ich das vor 20 Jahren gesagt hätte, hätte man mich wahrscheinlich eingeliefert in die nächste Landesanstalt. Mittlerweile gibt es mehr und mehr harte Belege dafür, dass über epigenetische Prozesse Erfahrungen sich niederschlagen dergestalt, dass genetische Information unterdrückt wird oder aktiviert wird. Natürlich steckt das in den Kinderbeinen. Natürlich muss man auch sehr viel arbeiten, aber wenn mittlerweile die deutsche Forschungsgemeinschaft gewaltige finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt, dann scheint es ja ein Dampfer zu sein, auf den jetzt auch der Mainstream der Forscher zu setzen scheint. Der zweite Coach, ein schönes Buch von Peter Spork. Ich habe mit ihm kürzlich Podiumsdiskussion ausführlicher zu tun gehabt und er hat mir das dann auch dediziert, das Buch. Liest sich spannend,
Er ist promovierter Genetiker, jetzt aber Wissenschaftsjournalist und hat das toll auf 200 Seiten verständlich ausgedrückt, was Epigenetik ist. Nehmen Sie sich die Zeit, Epigenetik, Wikipedia hat 6-7 Seiten mittlerweile, nehmen Sie sich auch mal die Zeit, Einzelfälle, wo man die epigenetischen Prozesse besonders deutlich dokumentieren kann, geben Sie einfach einen Amsterdamer Hungerwinter. Amsterdamer Hungerwinter bei Google. Dann kommen Sie noch auf einige Features. Da wird nämlich belegt, dass epigenetische Informationen nicht nur in der Person, die meinetwegen Hunger, Nahrungsmittel, Deprivation, die in Amsterdamer Hungerjahre, die schwangeren Frauen damals ertragen mussten, dass die also nicht in der Vorsicht nur auswirken, sondern auch in den nachfolgenden Generationen. 3 Generationen lang, so lässt sich dokumentieren, sind Störungen im Metabolismus, ganz frühe Zuckererkrankungen, Schwierigkeiten, sich normal, natürlich im Normbereich zu ernähren, vererbt worden. Ich finde das unglaublich spannend, auch unglaublich wichtig, weil es unsere Denkweise von den Wechselwirkungen zwischen Anlage und Umweltfaktoren nochmal auf ein ganz neues Level rückt. Nicht nur die Gene selbst und die Umwelt, die Erziehung, die Manipulationsversuche von außen, sondern das Kind als Mitgestalter und besagte epigenetische Prozesse müsste einbezogen werden. Und Sie sehen schon, dass das Puzzle, das komplexe Wechselspiel, halt eigentlich immer komplexer geworden ist. Und noch lange nicht hinreichend erforscht ist. So, das ist jetzt eigentlich mehr so ein persönlicher. Wie ist denn das eigentlich mit der PowerPoint-Präsentation? Haben meine Zuhörer auch Zugang dazu? Ja, dann kann ich ja manche Sachen, die sich eigentlich selbst erklären, gut. Ja, ach ja, ich wollte Ihnen sagen, ich wollte auch die urheberrechtlichen Geschichten klären, dazu gekommen, dass auch meine kleine Webseite hartmut-kasten.de als Download zur Verfügung zu stellen. Morgen Abend ist sie parat. Sie können dann also auch die ganze PowerPoint-Präsentation, 70 Folien sind es, glaube ich, sich in Ruhe nochmal, wer mag, zu Gemüte führen. Das Kind, das war die vorangegangene Folie, ist also zunehmend stärker Mitgestalter der eigenen Entwicklung. Weil es als Zweijähriger dann wirklich schon sagen kann, nee, wird eine Tür zumacht. Und dann auch anfängt zu trotzen, wenn es seinen Kopf durchsetzen will. Ja, das ist immer schön. Da machen wir jetzt ein kleines, dreiminütiges Päuschen. Brauchen auch meine Stimmbänder, die eineigen Zwilling. In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden in den USA sehr viele Teenager-Schwangerschaften nicht abgebrochen, sondern die 13-, 14- und 15-jährigen Mädelchens haben die Kinder auf die Welt gebracht, waren noch keine selten Zwillinge dabei. Und die Zwillinge, davon sind sehr viele, 20.000 oder so, nach 25 Jahren nochmal an diversen Universitätsinstituten zusammengetrommelt worden, die haben also auch Honorar bekommen, und wurden eine ganze Woche lang gescreent. Jetzt Frage an Sie, wenn eineige Zwillinge, die gemeinsam aufgewachsen sind, das passiert ja auch in einigen Fällen, gar nicht so wenigen Fällen, verglichen werden mit Zwillingen, die separat bei Adoptiveltern aufgewachsen sind. Nach 25 Jahren miteinander verglichen werden. Welches Zwillingspaar ähnelt sich mehr zu diesem Zeitpunkt? Im Hinblick auf Persönlichkeitsmerkmale, Intelligenz und wichtige Bestandteile, die man so gemeinhin unter Charakter zusammenfasst. Was meinen Sie? Die gemeinsam oder die getrennt sozialisiert? Ich bitte um Forced Choice. Wer ist für die gemeinsam in einem Elternhaus aufgewachsenen? Bitte das Handzeichen. Enthaltung gibt es nicht, ich zähle nach. Und wer ist Gegenprobe? Ja, das ist die Mehrheit. Schön, dass die Mehrheit die richtige Antwort gefunden hat.
Wer kann es erklären von denen, die gesagt haben? Also ich habe jetzt eine Idee. Ich habe mir gedacht, dass sich gerade die Zwillinge, die zusammen aufwachsen, mehr voneinander versuchen, sich zu, also abzugrenzen und sich voneinander zu unterscheiden. Gerade wenn man jetzt so im Hinblick Freundschaftskreise oder so lebt, dass man sich unterscheiden möchte. Nun für eins, ganz genau, das ist die Erklärung, diese Abgrenzung, und da merkt man, wie wichtig das Milieu ist, ne? Dass sich schlussendlich darauf auswirkt, dass sich genetisch, das sind ja Eineiger, identische Zwillinge, ganz verschieden entwickeln. Sehr schön. Reifung, Prägung, Lernen hatte ich schon. Sensible Phasen hatte ich bereits auch. Lorenz Gense ist immer schön. Überall, wenn man, ich habe das vorgestern nochmal gemacht, Prägung eingegeben, sehen Sie sofort. Lorenz, ich werde ihm zunehmend ähnlicher, auch mit weißer Mähne, wie er da im Wasser schwimmt und hinter ihm die Biber, die auf ihn geprägt waren, weil er, ja, was hätte ich gesagt, die einzige Bezugsgans war, die sich in der Prägephase innerhalb dieses Zeitfensters für die kleinen Gänse zur Verfügung gestellt hat. Und die haben ihn dann wirklich mit einer Inbrunst geliebt und hinter ihm her am Futter und so. Putzi, da gibt es so noch alte Super 8 Filme, die können sich mittlerweile auch über YouTube und so reinziehen, wer interessiert ist. Das war Konrad Lorenz. Ich habe mal Konrad Lorenz und Jean Piaget in den späten 60ern, da sehen Sie, wie weit ich zurückschauen kann, an der Uni München, in einer, ja, die haben sich richtig behagt, kommen wir doch aus anderen Ecken, ne? Der eine ist der Entwicklungspsychologe, der andere kommt ja von der Verhaltensforschung, live erlebt. Das war schon eins der, wie sagt man, Highlights in diesem Wissenschaftsjahr, 69 war das, glaube ich. Also, das nochmal, da steht es sehr schön griffig auf den Punkt gebracht. Sensible Phasen sind Entwicklungsabschnitte, in denen spezifische äußere Einflüsse maximale Wirkung entfalten. Positive, aber auch negative. Es ist natürlich schwierig, die exakt zu bestimmen, ja, weil es keine so enge Kooperation gibt zwischen dem, was die Hirnforschung weiß und dem, was sich dann über unsere weichen Befragung der Eltern für doch wesentlich aufwendige Datenpools ergeben. Da ist man auch noch ganz am Anfang. Bonding-Phänomen, ich finde das so fantastisch, dass ich es unbedingt mal ganz kurz ansprechen möchte. Trotz dieser ungeheuren Strapazen, die ein Neugeborenes, wenn es auf die Welt kommt, hinter sich gebracht hat, scheint es die Natur so eingerichtet zu haben, dass diese Neugeborenen auf natürlichem Wege geboren, ist ja heute auch Tendenz abnehmend, eher, ne? Noch 60 Minuten, manchmal bis zu 90 Minuten, ungeheuer ansprechbar sind, über alle Sinne. Und quasi nach Zuwendung, nach Hautkontakt, nach gestreichelt werden, nach beobachtet und gehätschelt werden, lechzen. Und wenn Ihnen das wenn man ihnen das zur Verfügung stellen kann, dann scheint auch so etwas wie ein Abrufen des Mutterinstinktes, also auch bei der Mutter oder auch beim Vater, eine fundamentale positive Zuneigung plötzlich da zu sein. So ein Mutterinstinkt, Vaterinstinkt nennt man ja irgendwo diese biologischen Wurzeln, die Elternschaft, ein Leben lang konstellieren, sich ein Leben lang verantwortlich fühlen für den Nachwuchs. Und möglicherweise sind die Wurzeln bei einer frühen Kindheit. Jetzt zahlen Sie mit Recht, fragen Sie mit Recht, ja, wie ist das denn bei den 30% oder 40%, ich habe die genauen statistischen Daten nicht zur Verfügung, wo halt nicht normal, sondern mit Kaiserschnitt gebunden wird und kein Bonding-Phase ausgekostet werden kann. Keine Angst. Da kann man nur darauf verweisen, dass Bindung eine Sache ist von Zweien und dass nicht unbedingt da etwas unwiderruflich verpasst ist. Im Gegenteil, wenn man weiß, zum Beispiel eine
Mutter, die mit Kaiserschnitt einen Wunden hat, oder eine Mutter, die ihr Neugeborenes nur mehrere Tage auf der Intensivstation lassen musste, weil es in besonderer medizinischer Betreuung noch bedurfte, dass diese Kinder besonders Zeit und Zuwendung brauchen in den Nachfolgewochen und ihnen das angedeihen lässt, dann kann man alles wieder ins Lot richten, ins Lot bringen. Das kann ich, muss ich mir sparen, Bildung und Bildungsqualität ist Thema der nächsten Veranstaltung. Das habe ich schon. Jetzt geht es nämlich ruckizucki. Entwicklungsstörung habe ich auch schon. Jawohl, einige Meilensteine, nur einige wenige. Mich fasziniert nach wie vor, dass bereits in der 6. Schwangerschaftswoche das Herz komplett als Mini-Organ, so groß wie ein Sandkorn, ein Mohnkorn, angelegt ist und wenn es dann zu einem Spontanabort kommt, noch bis zu 5 Stunden außerhalb des Uterus weiterschlagen kann. Also das ist eine unglaubliche Vitalität, Lebenskraft, die schon in der 6. Schwangerschaftswoche in diesem kleinen Embryo sich birgt, dass man nur erstaunt den Kopf schütteln kann. Schon gegen Ende der 6. Schwangerschaft, des 8. nehmen 15 ihre Arbeit auf. Gleichgewichtssinn, Eigenwahrnehmung, Tastsinn, Geschmackssinn und Gehör. Nur der Sehsinn ist etwas, was relativ spät sich im letzten Drittel der Schwangerschaft dann schlussendlich entwickelt und ausreift. Das Wichtige ist, diese Denke müssen Sie auch versuchen zu transferieren auf andere Bereiche innerhalb der Entwicklungspsychologie, auch in der Erziehung. Es bestehen beständige Wechselwirkungen zwischen Struktur und Funktion. Das ist gerade wichtig für die pränatale Entwicklung. Was heißt das? Beständige Wechselwirkungen zwischen Struktur und Funktion. Jede Anregung von außen führt zwangsläufig auch zu einem neuer Synapsenbindung, neuer Verflechtung zwischen Neuronen schon im Embryo, im Fetus, im Mutterleib und verändert damit auch die Struktur. Was von außen kommt, wird eingebaut, verändert es und ändert seinerseits wieder die Differenziertheit, das Differenzierungsvermögen der Sinne und des auf die Welt Zugehens. Diese ständige Wechselwirkung zu den Strukturen, Funktionen, dickes Ausdruckszeichen, muss man immer als Denkmodell im Hinterkopf behalten. Unglaublich finde ich, dass das mit den Vernetzungen, mit den Querverbindungen zwischen Nervenzellen schon im Laufe des 3. Schwangerschaftsmonats losgeht. Und dass es vor der Verformung von Lernvorgängen schon in den nächsten darauffolgenden Schwangerschaftsmonaten gibt. Und dass dann nachweisbar zyklische Aktivitätsmuster schon bevor die erste Hälfte der Schwangerschaft vergangen ist, sich immer deutlicher manifestieren und wahrscheinlich ihrerseits wieder zur Veränderung, Ausdifferenzierung in der Hirnsubstanz, in der Großhirnrinde führen, ist auch unglaubliches Wunder der Natur. So kann man das wohl ein bisschen prosaisch nennen. Da habe ich es nur beschrieben. Dann finde ich auch faszinierend, dass sogar zwischen eineiigen Zwillingen Verhaltensunterschiede im Mutterleib zu dokumentieren sind. Es hängt schlicht und einfach in der Regel, zumindest damit zusammen, dass eines den besseren Platz, denn der ertragreicher ist. Deswegen ist auch einer von den beiden Zwillingen, 5 Minutes, okay, I will do my very best, immer der Schwere und der Meister zuerst auf die Welt kommen. Der hat einer nahrhaften Stelle eingenistet. Und dadurch kommt es halt auch zu Verhaltensunterschieden. Gut, die Markscheibenreifung kann ich mir schenken, das ist eigentlich ein bisschen mehr Biologie. Das ist die Ummantelung der Nervenfasern, die sie schneller macht und damit schon im Mutterleib die neuronale Leitfähigkeit entscheidend verbessert. Wichtig ist, das ist mit das Allerwichtigste, dass sobald die Kommunikation zwischen Mutter und ungeborenem Kind beginnt und sich der Papa dann auch in der Regel tastenderweise drin beteiligt, gibt es zumindest so etwas wie eine Vorläuferform von Kommunikation zwischen Mutter und Kind. Und
die wirkt sich natürlich segensreich aus auf das, was da mit dem Kind an Annäherung schon passiert wird, dem ungeborenen Kind. In Amerika, Usus ist mittlerweile eine Mittelschicht, Motherbird. So die sieben, also die Frauen im siebten, sie runzeln die Stirn. Nehmen wir vorweg, dass sie sich sowas nicht umschneiden würden. Also so ein breiter Gürtel, quasi da, wo das Embryo, Fötus ab dem vierten Schwangerschaftsmonat, sprechen wir von Fötus, ruht, kommt ein Gürtel hin, über den klassische Musik, Vivaldi, Beethoven. Wenn Sie wollen, können Sie es auch Motherbird à la Einstein, wo man schon so die ersten mathematischen, jetzt mache ich einen Witz, Formeln ans Kind herangetragen werden. Aber man fängt ganz, ganz früh an und das bringt auch ganz, ganz viel schon. Ich bin der Letzte, der sagt, es ist ein Schmarrn. Wenn es die Mutter mit Freude macht, dann ist es dem ungeborenen Kind immer auch zuträglich. Wenn man natürlich sich vorstellt, Tag und Nacht da Jimi Hendrix oder dann war ich das anzuzweifeln. Okay, das hatte ich auch schon alles einbezogen. Auch, dass sich dann die Wach- und Schlafzyklen zunehmend deutlich voneinander abheben und auch schon ansatzweise mit den Wach- und Schlafzyklen der Mutter beginnen zu synchronisieren, finde ich auch ganz spannend. Bitte festhalten, es finden sich zahlreiche Belege dafür, dass der Fötus in jeder Hinsicht davon profitiert, wenn es der werdenden Mutter körperlich und seelisch gut geht, während der Schwangerschaft und sie sich auf das Kind freut. So, jetzt kommt Neuro, das mache ich mal bitte noch kurz. Das, was dann kommt, das ist eigentlich kalter Kaffee. Das, ne, also das, was in den ersten drei Lebensjahren passiert, das, darauf stoßen Sie so oft und immer wieder. Und das können Sie auch leicht, indem Sie erstes Lebensjahr eingeben, sich ergoogeln. Da habe ich auch nicht wesentlich mehr zu sagen. Vielleicht noch ein bisschen was zu Spiegelreflexneuronen. Aber wenn Sie Spiegelreflexneuronen eingeben, haben Sie auch automatisch die Erklärung. Also ich bin zuversichtlich, dass Sie mit den Schlüsselworten, und das Händchen führt Ihnen die PowerPoint-Präsentation und dem, was ich jetzt an Erläuterung bringe, einigermaßen das Rüstzeug haben, um sich dann die lapidaren Fakten, kognitive, sozialkognitive und motivationale Entwicklung der ersten drei Lebensjahre eigenständig auf die Festplatte zu ziehen. Ganz spannend ist, dass mit Hilfe dieser weichen, bildgebenden Verfahren eine Fülle von neuen Erkenntnissen zutage gefördert wurde. In den 90ern, der Dekade des Gehirns, so wurde die nachträglich in den USA durch, so also wurden halt die gewaltigen Forschungsanstrengungen auf den Nenner gebracht. Bei der Geburt liegen bereits 100 Milliarden Neuronen vor. Es werden auch nicht mehr. Im Gegenteil, man kann belegen, dass eigentlich von da an die Zahl der Neuronen jeden Tag abnimmt. Jeden Tag. Ich frage mich, wie viel habe ich eigentlich noch? Das sind nämlich 100.000 pro Tag, Estimate, die wir verlieren. Irreversibel, weil Nervenzellen sind die einzigen Zellen, Neuronen, die nicht regeneriert werden. Hautzellen und so, kein Problem, auch die allermeisten anderen Organzellen. Aber da leider nichts. Und diese 50 Billionen Synapsen, so viele Sterne, wie unser Galaxis hat, die schon bei der Geburt vorliegen, die werden im Laufe der nächsten 6 bis 8 Lebensmonate verzwanzigfacht. Da sind die Kleinen also im wahrsten Sinne des Wortes schnellste Brüder. Auf 1 Trillion, eine 1 mit 15 Nullen. Unvorstellbar. Von dieser Verzwanzigfachung der Synapsen macht das Kind, hier kommt es jetzt gleich, da ist die Synapsendichte also nach vollendetem 8. Lebensmonat bis zu 3-mal so viel bei Erwachsenen, angemessene Anregung vorausgesetzt. Aber es gilt die Regel, eine lapidare Regel, die Sie immer wieder treffen werden, wenn man sich in neurophysiologischen Kreisen auffällt, use it or lose it. Das, was nicht
trainiert wird, gebraucht wird, angewendet wird, wird wieder eingeschmolzen und wird zu Bindegewebe verwurschtelt. Also von dieser Verzwanzigfachung bleibt dann ein Drittel, kann man sagen. Da ist das, was ich schon eingangs gesagt habe von Wolf Singer, lapidar mit der irreversiblen Festlegung der funktionellen Architektur des Großhirns, speziell des Großhirns, in der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres. Ne, ich habe das so im Bild ausgedrückt. Die Zahl und Größe der Räume, Verbindungswege und Türen, Stockwerke und so wird irreversibel zu dieser Zeit festgelegt. Und diese Veränderungsresistenz ist natürlich eine relative. Die Möglichkeit einer Veränderung wird nicht generell in Zweifel gezogen, in Frage gestellt. Aber es müssen dann schon schwerste, traumatische oder während der Pubertät nochmal durch Hormone, Überschuss an Hormonen bedingte Veränderungen einwirken, um nochmal zu einer grundlegenden Neukonfiguration dieser funktionellen Architektur zu kommen. Pubertät, kann man trefflich charakterisieren, ist die Zeit, wo man am besten fährt als Eltern, wenn man den Kindern Schild umhängt, wegen Umbauarbeiten vorübergehend geschlossen. Da kann man entscheidender Umbau passieren. Ja, und jetzt kann man die Forderung der Neuropädagogik, wo man kritisch sein muss. Ich mich auch eher auf die Seite derer, die ein bisschen kritisch sind und nicht das Kind im Bad erschütten wollen. Es ist, glaube ich, durchaus zu dezidieren, dass es sehr viel Sinn macht, das erste Lebensjahr, das erste halbe, besonders intensiv zu nutzen. Ich habe auch zwischendurch gesagt, wenn es irgendwie geht, das erste Lebensjahr ganz dem Kind widmen. Und wirklich Zuwendung und Zeit immer wieder dem Kind in höchstem Maße feinfühlig angedeihen lassen. Deprivation oder auch Reizüberflutung führen zwangsläufig zu relativ veränderungsresistenten, dauerhaften Beeinträchtigungen. Gegenpositionen dazu wiegen ab und ich finde auch, man sollte irgendwo auch diese andauernde Plastizität des Gehirns immer wieder gebührend würdigen. Es ist nämlich unglaublich viel, was auch so in der Traumaforschung zu belegen ist, unser Gehirn an Plastizität, Flexibilität aufbringt. Und jetzt Schlusssatz. Mein kleines persönliches frühpädagogisches Zwischenfazit: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das wäre jetzt Wolf Singer orthodox. Irreversible Prägung der funktionellen Architektur. Trifft aus meiner Sicht in dieser Radikalität wohl nicht ganz zu. Besser könnte es heißen: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans manchmal nur sehr schwer. Das entspricht dann auch eher dem Menschenbild der modernen Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie. Danke, danke, dass ich überziehen durfte. Herr Carsten, erstmal herzlichen Dank. Ohne Sie mit der Bundeskanzlerin vergleichen zu wollen, aber die Bundeskanzlerin hat gestern in einer Rede sehr deutlich und immer wieder behauptet, dass sie den Kompass habe für sehr viele Sachen. Das, was Sie gerade gesagt haben, war so etwas ähnliches zu sagen, das kann ich nicht alles erklären. Eine Einführung in die Entwicklungspsychologie zieht sich normalerweise über mehrere Semester. Und wenn man sich die Fachbücher anguckt und sieht, wie dicht die sind und wie viel Bollerwagen man eigentlich bräuchte, um den wieder sich herzuziehen, dann kann natürlich ein 45-minütiger Vortrag auch nur so etwas sein, wie ein Kompass, nämlich uns mit Begriffen zu konfrontieren, mit denen wir auseinanderzusetzen haben, die, wenn wir in dieses Feld wollen, letztlich auch als Aufforderung sehen müssen, ihn wirklich auseinanderzusetzen. Der normative Schritt zu einer Handlung der Pädagogik ist dann erstmal noch ein weiterer. Ich möchte aber zunächst erstmal die Möglichkeit geben, Rückfragen zu stellen, falls jetzt inhaltliche Rückfragen haben. Wie ist das mit verschiedenen Kulturen? Werden da unterschiedliche Muster schon frühzeitig angelegt? Ich denke zum Beispiel an das Indogermanische, dass man Subjekt, Prädikat, Objekt denkt, während
in östlichen Sprachen zum Beispiel jetzt nicht diese klare gerichtete Struktur, sondern mehr so allgemeine Bereiche, in denen was stattfindet, angelegt werden. Ja. Eine spannende Frage. Eine sehr spannende Frage, weil ja auch diese Frage in die Mitte der Tatsache zielt, dass es möglicherweise Kulturunterschiede gibt, was die Weltanschauung betrifft. Die stärker die Machermentalität der westlichen Völker, dass die als Gestalter ihres Schicksals, ihrer Umwelt, ich habe es ausgestellt. Kannst du das auch machen? Da kannst du mir umhängen. Das hätte ich nicht machen können. Perfekt. Ich schwitze in meinem Kaschmir-Pullover. Ganz perfekt. Und die mehr die Gesellschaft in den Mittelpunkt rückenden Weltanschauungen der Chinesen, auch der Japan hat sich sehr viel geändert. Sind sie sozialisiert? Darauf gibt es ja letztlich mehr Fragen. Ne? Hängt zum Beispiel auch diese Differenzierung Subjekt, Prädikat, Objekt, die Stärke in unseren dramatischen Basisstrukturen verankert ist, damit zusammen? Wobei sich natürlich, wenn man jetzt Chomsky und so zu Rate zieht, Chomsky als Psycholinguist, bedeutender Sprachforscher der 60er und 70er Jahre, der sich auch lange Jahre politisch betätigt hat, war der Meinung, dass es eine generative Grammatik gibt. Er hat aber keine interkulturelle Forschung betrieben. Er hat nur in westlich, abendländisch geprägten, unterschiedlichen Nationen untersucht, dass sehr viel dafür spricht, dass es ein angeborenes Sprachmodul gibt, dass die Kinder sehr schnell, wenn man sie denn anlegt, zum grammatisch korrekten Usern ihrer Sprache werden lässt. Dass sie also dieses Subjekt, Prädikat, Objekt quasi schon mit der Muttermilch mitliefern. Ganz anders scheint es zu sein in den westlichen Ländern. Aber mir fehlt auch der psycholinguistische Sachverstand, um jetzt da wirklich kompetent Stellung zu nehmen, was da genetisch ist und was da Situation ist. Ich bin natürlich als Pädagoge auch immer darauf verpflichtet, möglichst die Wirksamkeit der Erziehung zu demonstrieren. Ja, auch der Spracherziehung. Gerade im Bereich der Spracherziehung kann man erdrückende Belege dafür zutage führen, dass Literacy, das heißt die Güte eines sprachlich von Kindern erreichten Niveaus, auch die Neigung, Bücher, andererseits der Bilderbücher und der Bücher zu lesen, im Elternhaus ganz früh konstelliert wird. Und dann frage ich mich ja, warum nicht, wenn schon im Elternhaus stärker ich, du und etwas, also Subjekt, Prädikat, Objekt, favorisiert wird in allen grammatischen Konstruktionen, warum nicht? Aber wie gesagt, das fehlt mir der Sachverstand, auch nicht zu wenig Linguist, zu wenig auch so psycholinguistisch verwandelt. Weitere Fragen? Lassen Sie sich nur Zeit. Ich erzähle Ihnen gerne noch, was Sie über Epigenetik machen. Oder über. Also zu diesem Thema Chomsky und Beispiel mit den Zwillingen. Da haben Sie ja auch gesagt, dass die Zwillinge, die in, gemeinsam aufwachsen, sich eigentlich eher unterscheiden. Aber ich habe mal in einem Bericht gelesen, dass zum Beispiel bei körperlichen Merkmalen wie der Größe es auch oft Unterschiede gibt bei Zwillingen, die getrennt aufwachsen. Also dass das auch mit Umweltfaktoren zusammenhängt, wie sich diese Menschen äußerlich entwickeln. Also, ja, das würde ja nicht für die Wirksamkeit von Epigenese sprechen. Jemand, ne, der weniger gut ernährt wird, vielleicht sogar ein bisschen depriviert und nicht genug zu essen bekommt, entwickelt sich halt niedriger, auch in seiner körperlichen, metabolischen Grundumsatzstruktur. Vorstellbar. Aber das Interessante ist, diese amerikanischen Zwillingsstudien, die eben eindeutig Belege dafür ins Feld führen, dass die getrennt aufgewachsenen
Geschwisterpaar einander ähnlicher bleiben, sind dadurch charakterisiert, dass besagte Geschwister in Adoptivfamilien, die eigentlich wie ein Ei dem anderen glichen. Das wäre sehr freundlich. Die mussten knallhart, das war alles obere Mittelschicht, die mussten ein schönes Haus irgendein Vorort haben mit Garten, Hund und Bäumchen und so, also richtig saturierte obere Mittelschichtbürger. Mutter nicht berufstätig, war auch wichtig, ne? Sodass also man sagen kann, die Erziehungsumwelt dieser getrennt sozialisierten eigenen Zwillinge war unglaublich ähnlich. Und deswegen sind sich was ähnlich geblieben. Da gab es keine unterschiedliche, weniger nährstoffreiche und mehr nährstoffreiche Nahrung, die sich dann vielleicht epigenetisch auf das unterschiedliche Gedeihen hätte auswirken können. Die waren wirklich, da gab es Müsli und Vollkornbrot und alles, die gesunden Sachen, en masse. Ja. Oh, ein paar Fragen noch. Ich bin jetzt gerade gut im Fluss. Sicher. Also es ist gerade für die, die Newcomer sind, ist das ganz, ganz starke, mit sehr viel Stressoren konstellierte neue Lebenssituation, wo sich manche sehr, sehr schwer tun. Die Kontinuität der Beziehungsperson, der Bezugsperson in den Krippen ist das Essentielle. Die Krippe kann nur dann wirklich eine hochwertige sein, wenn sie A, einen Personalschlüssel hat, 1 zu 5, eine in letzter Zeit, das ist halt die wünschenswerte, also maximal 5 Kinder auf eine kompetente und nicht jetzt irgendwo Sprengerin und Aushilfe und Praktikantin, die arbeiten ja so viel Praktikanten mittlerweile in Krippen, 5 kompetente, nee, eine kompetente, 5 kompetente Frauen. Das wäre dann schon etwas zu viel des Guten. Aber Kontinuität der Betreuung in der Krippe, gerade im ersten und zweiten Lebensjahr, unverzichtbar. Wenn es nicht, ist es eine Gefährdung. Das muss man mal ganz lapidar und in aller Härte festhalten. Und Mütter sollten mit Augenmaß dran gehen. Es ist eh in der Regel immer noch so, obwohl es jetzt heißt, 2013 gibt es Recht. Krippenplätze in München, wo ich herkomme, das ist nie und nimmer. Da werden vielleicht 60% der Ansprüche gewährleistet, garantiert eingelöst werden können. Und der Oberbürgermeister Uhle, gestern oder vorgestern im Fernsehinterview, sagte, nicht machbar. Und die Politiker sagen, wir haben es aber jetzt euch so vorgeschrieben. Geld ist nicht da. Also solange da nicht entscheidende Ressourcen einfließen, Betreuungsgeld beispielsweise, 2 Milliarden, meine persönliche Meinung, 1:1 die 2 Milliarden nehmen und in die weitere Ausgestaltung qualitativ hochwertigerer und in den weiteren Aufbau von Krippenplätzen fließen lassen. Das ist der gescheitere Weg zum Segen der Kinder. Okay, aber es ist ein langes Thema mit der außerfamiliären Betreuung und wie man sie optimal gestaltet. Das Wichtige, was ich immer gar nicht genug betonen kann, ist, das erste Lebensjahr nach Möglichkeit bitte nein. Und wenn es dann schlussendlich im Laufe der ersten Monate, des zweiten Lebensjahr anfängt, mit sehr viel Achtsamkeit, Behutsamkeit, Fürsorge, Wochen, manchmal Monate lang immer noch da bleiben, auch dann noch vielleicht nur 2 Stunden weg sein. Kinder müssen erst eine sekundäre Bezugsperson innerlich akzeptiert haben. Und das dauert Zeit und das dauert Zuwendung und aufeinander eingehen. Okay. Sie haben ja vorhin gesagt, dass es besonders wichtig für die Entwicklung des Kindes, aber auch für die Bindung zwischen
Mutter und Kind ist, wie das Verhältnis während der Schwangerschaft ist, ob die Mutter sich wohlfühlt, ob das Kind gewollt ist. Was ist denn jetzt, oder was bedeutet es für das Kind, wenn genau das Gegenteil eintritt? Also die Mutter ungewollt schwanger ist oder das Kind eigentlich gar nicht möchte. Also bedeutet das dann, hat das dann Folgen für das Urvertrauen zum Beispiel beim Kind oder was hat das dann für Folgen? Das müsste das Kind demnach dann ja spüren. Es ist eine schwere, ganz, ganz schwere Frage und wenn man es reduziert auf eine einzige Formel, es hat schlechte Startbedingungen. Ja, aber wie äußern die sich dann? Also ja, wenn man zum Beispiel messen würde, würden diese ungewünschten, nicht gemochten Kinder knappe Zulaffetter. mit einer geringeren Synapsendichte schon auf die Welt kommen. Die bringen halt keine 50 Milliarden, sondern die haben 430 Milliarden. Ich spekuliere jetzt. Das bedeutet, dass diese Kinder die Wissbegier, diesen anfänglichen Impetus, dieses aufgeschlossen neugierig sein, aufgrund der Tatsache, dass sie schon so viel innerlich an Vernetzungen aufweisen, halt nur reduziert mitbringen. Das bedeutet möglicherweise, dass wenn sich jetzt, das wäre unbedingt erforderlich, zumindest eine Bezugsperson fände, denn die sind auch bindungsbereit, auch die ungewollten, nicht gemochten, abgelehnten Kinder. Meine Empfehlung, wenn so ein Kind geboren wird, liebevolle Adoptiveltern her. Die lechzen danach. Und die geben denen von Geburt an die Zuwendung, die Zärtlichkeit, die Nähe, die so ein Kind braucht, damit sehr viel von dem, und damit wieder zuversichtlich, wenn dann das Erziehungsbild perfekt ist, dass so ein Kind auch eine tolle Entwicklung macht. Und möglicherweise alles, das dann, was pränatal an unglücklichen Hindernissen da war, kompensiert. Völlig kompensiert. Aber mit der Mutter, der ablehnenden Mutter, kann man nur sagen, dass es dann schön ja. Es gibt ja auch Schreikinder, die halt wirklich schreien. Hat das schon auch was damit zu tun, wie die Mutter sich in der Schwangerschaft verhalten oder sich verhalten? Eher nicht. Also mit Schreikindern gesegnet werden auch Mütter, die in besagten optimalen Lebensbedingungen ihre Schwangerschaft mit dem liebevollen Anteil und Partner, mit fürsorglichen Freunden, Bekannten, Bezugspersonen, Kreuzeltern und so, ihr Kind ausgetragen haben. Oft sind es perinatale Komplikationen, das ist also irgendwo während der Geburt irgendetwas, was Beeinträchtigung war, stattgefunden hat. Oft sind es auch genetische Ursachen, also da meines Erachtens, wenn man sehr nass vor ist, sehr schwer geht man dann rein, guckt nach Teilleistungsstörungen mit, schon bei den 6, 7, 8 Monate alten, versucht dann irgendwas zu diagnostizieren. Manchmal sind es aber auch Sachen, und das ist eigentlich der für mich häufigste Fall, der mir auch so in der Praxis, auch im persönlichen Umfeld immer wieder begegnet, wo irgendetwas, was sich osteopathisch beheben lässt, wenn dann die entsprechende, wirklich kompetente Behandlung erfolgt, sehr schnell wirksam korrigiert werden kann, wo das Scheiden sofort aufhört. Das sind die Kinder, die irgendwie, was weiß ich, eingeklemmten Nerven, meistens ist es diese Partie, ne? So ein Muskelstrang oder auch am Wirbel, irgendeine kleine Anomalie haben, wo man aber sehr viel mit Osteopathie und entsprechenden osteopathischen Übungen korrigieren kann, sodass dieses, die Kleinen können ja nicht sagen, warum sie schreien. Aber bei dem Kind meiner Patentochter war es die ersten 3 Monate entsetzlich. Und dann sind wir gemeinsam im Gespräch mit der Mutter darauf gekommen, weil er auch immer, als ich ihn so sah, so eigenartig zu der Seite hin sich so bewegt hat, ne? Beim Schreien. Sind wir darauf gekommen, über einen Orthopäden zu einer Osteopathin, und die hat das in 3, 4 Wochen
den wir auf dem Weg hatten. Und seitdem kein Schreikind mehr. Schreien hat so vielfältige Ursachen. Wenn Sie mal Schreien, Kleinkind Schreien eingeben, kann man Bücher über Schreien. Also ich kann es nur anreißen und ich hoffe, ich habe Ihnen sogar Tipps gegeben. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Ich will auch nicht die letzte stellen, aber ich muss eine stellen. Zu dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Also die verminderte Synapsenanzahl bei Kleinstkindern in ihrer Ursache im pränatalen Bereich in Kombination mit der Zufriedenheit der Mutter. Ja. Jetzt unterliegt ja das Kind einer Mutter, die unter Stressfaktoren leidet, weil sie das Kind bekommt. Davon bekommt das Kind ja jetzt auch eine ganze Menge an Reizen mit. Und spricht ja eigentlich nicht viel dafür, dass das die Synapsenbildung vermindert, sondern dass auch diese Reize unter Umständen Synapsenbildung fördern kann. Wie misst man so etwas? Also nicht die Anzahl der Synapsen, sondern das, ich sag mal, was positive Elemente sind oder negative, in normativer Hinsicht. Ich hatte ja in meinen Ausführungen nur heute eigentlich gegenübergestellt, Deprivation und Overarousal, Reizüberflutung. Und ein permanenter Stress ist eigentlich Overarousal. Und wie kann man das messen? Tja, ich bin mit Latein ziemlich am Ende. Also über Synapsen und dass die dann sich sprungartig in entsprechenden. Es geht ja immer so um Synapsen im präfrontalen Kortex, also im Stirnhirn und Großhirnrinde. Dass da regional mehr synaptische Dichte möglicherweise neurophysiologisch belegbar sein könnte, mag sein. Aber was sieht man es bei den Kindern? Mir fällt ein, dass es starke Belege dafür gibt, dass eine permanent gestresste Mutter einen Säugling auf die Welt bringt, der Magengeschwür, Lupus hat. Wenn ich das jetzt im Mediziner sehe, sagt er, ja, es kann auch ganz andere Ursachen haben, und die wäre sehr vorsichtig, ist mit dem Stress der Mutter und so, dass sich dann sowas beim Ungeborenen schon auswirkt, aber ganz von der Hand weisen lässt es sich nicht. Wenn man das jetzt fortdenkt, diese verderblichen Einflüsse von Overarousal, meine ich, dass es auch schon falsche Störungen kriegen dürfte, die man diagnostizieren kann mit entsprechenden Mitteln, ganz, ganz früh, sicher schon so nach dem vollendeten ersten Lebenshalbjahr. Schwere Frage, aber eine sehr anspruchsvolle Frage. Kann ich leider nur so ein Fragment machen. Ja, das ist meine Frage. Also ich mache mich eindeutig zum Gegenpart von denen, die seit anderthalb Jahrzehnten um Silbertablett Talkshows weitergereicht werden, Kinder brauchen Grenzen. Kinder brauchen Grenzen, nur so Freiheit. Können wir mal einfach mal so als Gegenposition beziehen. Ich meine, dass sie wirklich intrinsische Motivation, Kinder, die von innen, ohne jetzt von außen verstärkt, bekräftigt, beschränkt zu werden, sich nach ihrem Gusto beschäftigen können mit dem Ding, mit dem Spielzeug, mit dem Interessengebiet ihrer Wahl. Das sind die Kinder, die später die Cracks werden, die Koryphäen, die möglicherweise schon als Kleinkinder, wir haben bei einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützte Studie gemacht zur Interessenentwicklung von 3 bis 20 Jahre, also bis ins Studium hinein. Nein, sagt man, es waren nur 15 Kinder, aber es war unheimlich interessant zu sehen, dass die Kinder, die intrinsisch motiviert schon durch entsprechende Eltern, die den Kindern alle Zeit der Welt gelassen haben, die sie nicht belohnt haben, die nicht dann, was weiß ich, Bilder aufgehängt haben und oh, toll und schon, sondern die das Kind nach eigenem Gusto. Die Kinder kommen dann in Flow. Es
gibt es wunderschöne Buch von Chick Hinton, die heißt Jenseits von Angst und Langeweile, der in den 80er Jahren beschrieben hat, was sich herstellt, wenn Kinder, aber auch Erwachsene bis zur Trance, bis zur Versenkung, fast manchmal mit einer ekstatischen Verrückung, ich erinnere mich sehr gut an meinen kleinen Neffen, wenn da ein PC, ein Computerspiel war, man konnte ihn mitsamt dem Stuhl rüberschieben ins Nebenzimmer, da hat er weitergehöttelt und weitergearbeitet, um den Raum dann zur Verfügung zu haben. Interessen wachsen dann von innen her, wenn man den Kindern alle Zeit lässt und die Grenzen wirklich nur von ihren vitalen Bedürfnissen, dass man ihnen vielleicht einen Schlüssel, ein Sandwich zur Seite stellt. Aber solange sie interessiert sind, bitteschön nicht takten, bitteschön nicht von außen intervenieren, sondern sie selbst alle, ihnen alle Zeit geben, sich auseinanderzusetzen. Das ist mein Standpunkt. Aber es ist ein extremer Standpunkt. Ja, die Universität ist aber getaktet. Und bevor gleich Menschen anfangen, mit den Füßen abzustimmen, möchte ich mich nicht über das, was Sie gesagt haben, sondern über die Taktung, möchte ich mich bei Ihnen auch ganz, ganz herzlich bedanken. Wir gehen in der nächsten Sitzung, gehen wir praktisch nochmal darauf ein, wenn es um die Frage Bindung und ihre Bedeutung für Bildungsprozesse geht. Ich mache dann Ihre, ist vor einem Jahr noch Kollegin, Marianne Becker-Stoll. Leiter des Staatsinstituts für Schulpädagogik. Da freue ich mich sehr drauf und ich freue mich auch, wenn Sie dann weiter so aktiv fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und eine schöne Heimfahrt trotz der Virus-Kontrolle. Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht. Trotz meiner etwas verkehrten Verfassung, wir haben es ja gemerkt und ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen.